Das ist der Marktstall, der am wenigsten genutzteste Raum im Klimastand, der jedoch am meisten Potenzial noch hat. Wir teilen diesen Raum in drei Räume ein. Hier kommt nämlich eine Wand hin. Wir haben eine neue Formatkreissäge. Ja! Dennis, ich brauche einen Hammer. Also zwei Tage mit dir drehen, da brauche ich eigentlich zwei Wochen Urlaub, ey. Es passt nicht, wir müssen von innen da rein. So, willkommen bei Team Abriss. Wir haben die Tore rausgeschraubt. Und Waldo macht jetzt den ersten Schlag. Aber bevor du den ersten Schlag machst. Folgende Challenge, Waldo. Ja. Du bist hinter schwedischen Gardinen. Ja. In U-Haft, ja. Weil du einen Big Mac fallen lassen hast. Ja. Nun geht der Wärter sich eben schnell eine 5-Minuten-Terrine machen. Ja. Demnach hast du 5 Minuten, da rauszukommen. Ja. Die Spannung steigt. Ob er es schaffen wird? Let out the beast. Freiheit ist zum Greifen nah. Zieh durch, Junge. Heute Abend kannst du noch in einem Badesee schwimmen. 1 Minute, Janine. Ich will. Ich komme hier. Raus. Was wirst du jetzt in der Freiheit als erstes machen? Burger essen. So, die anderen machen ja da hinten jetzt die Wände raus. Und ich darf Dennis helfen. Ich bin heute Dennis Prakti. Dennis! Bist du Dennis? Ey, du störst hier wieder voll meinen Arbeitsflow. Ich will dir helfen, ne? Den ganzen Tag, ich freue mich. Pass auf, es ist warm. Oh, Finger weg. Mann, ey, zack, bist du krank. Gelben Renner gibt's nicht. Was machen wir? Also, ich habe ein Tor gebaut mit Torben. Ja, das ist die Zeichnung hier. Von Herrn Wollert. Ja, und was machen wir jetzt, wenn das Tor schon fertig ist heute? Ja, so ein paar Fenster hier reinkleben, ne? Ich benehme mich auf jeden Fall wie so ein 14-jähriger Schülerpraktikant, der eigentlich überhaupt keinen Bock hat, wo die Eltern gesagt haben, du, mein Onkel hat eine Metallfirma, mach da mal ein Praktikum, das ist gut, ja, für dich. Pass auf, dann kannst du hier die Halle heute fingen, dann mach ich das lieber allein. Oh, nö. Ich will lieber Far Cry zocken. Far Cry? Gibt's das ja, schon? Oder was spielen die Kids? Weiß ich nicht. Ja, keine Ahnung. Ja. Ja, was machen wir? Brauchen wir jetzt Fenster oder hey, was? Guck mal nach Fenstern oder so. Hast du einen Zollstock? Ja, warte, Chef. Das ist meiner. Hm. Arbeitsschuhe, ja. Also mein Traumjob, ja, ist Spieletester. Hast du eine Playstation? Oder nee. Spielst du mit Computer? Nee. Xbox? Konsole? Nein. Nein. Hör auf jetzt hier rumzuspielen, wir sind hier nicht auf dem Spielplatz. Bock. Ich habe eigentlich an sowas gedacht. Hier, guck mal, die wiegen aber auch eine Tonne. Ne? Aber guck mal hier hinten jetzt. Komm mal mit hier. Ist doch geil. Wenn die für nichts anderes sind, kann man die vielleicht so. Aber ich bin hier auch nur der Praktikant. Dafür hast du ja ganz schön viele neue Ideen. Ja, ich bringe mich ein. Mama hat gesagt, ich soll mich auch mal einbringen. Kannst du das Tor mal richtig aufmachen? Soll ich den Kaffee machen? Nee. Ich krieg's nicht hin. Das ist ja auch kaputt hier. Ja! Guck mal. Was ist denn da? Hab ich reingemacht wieder, hab ich repariert, hab ich selber gesehen. Das hat Torben gemacht. Ohne dass du. Das hab ich gerade reingehangen. Das ist, glaube ich nicht. Das so, hier kommt der Videobeweis. Ja! Hörst du Musik? Ja. Hörst du Kapi? Kapi Talbra. Magst du die Lochis? Was? Roman, Heiko? Die finde ich cool. So, jetzt brauchen wir hier eine Maschine, ne? Ja, da, Stütze. Du bist super. Darf ich auch mal fahren? Ja, sieh zu, hol das Ding hierher. Sorry. Wie geht der hoch? Ab! Ey, ich mache hier gerade eine Kreativpause. Langsam. Kannst doch einfach ganz langsam fahren, du hast doch Zeit. Ja, Arbeitszeit, ne? Wenn man eingestempelt ist, muss man alles langsamer machen, hat mein Papa erzählt, oder? Kann ich die Limo? Was ist denn hier los? Wir gucken gerade, was wir für die Weihnachtsfeier... Habt ihr kaltes Wasser? Ja. Was macht ihr hier? Wir machen Praktikum bei der. Wackelt! Lass das mal in eine Tür legen hier. Welche Tür? In eine Tür. Welche Tür denn? Wir haben doch nur eine Tür, das andere sind Tore.
Ach so, ich dachte weg. Optimal. Nice. Es macht richtig Spaß, mit dir zu arbeiten, Dennis, heute. Ich habe eine Aufgabe bekommen. Hier haben wir jetzt überall die Fenster schon schön reingelegt. Das wird noch so fein positioniert. In die Zwischenräume, wo es nicht passt, kommt wahrscheinlich Metall oder Holz, ne? Jo. Und da ist noch eine Lücke und hier. Und deswegen haben wir die hier noch gefunden. Allerdings müssen die erstmal von dem Rahmen befreit werden. Und das darf ich jetzt machen. Ja gut, ich muss noch mal eben telefonieren, ne? Ehrlich jetzt? Ja, hab ich doch gesagt. Was denn? Ja, ich muss jetzt mal was organisieren hier. Dennis, ich brauche einen Hammer! Ah ja. Das ist ja eine Scheibe. Das ist ja crazy. Schade. Jetzt mache ich das hier auch noch. Und dann kann man die Scheibe rausnehmen. Das eine haben wir jetzt hier noch vom Rahmen befreit. Das ist echt schwer, das Ding, ey. Oh. Ja, Dennis ist telefonieren. Jetzt muss ich auf ihn warten, dann geht's weiter. Dennis! Dennis, ich habe den Kaffee gemacht. Der ist nicht hier. Vielleicht bei seinem Zuhause. Dennis! Dennis? Ich habe den Kaffee gemacht, Chef. Ey! Komm jetzt. Kein Bock. Was ist das hier? Oh fuck, jetzt habe ich meine Brille gerotzt. So, komm, ich will jetzt noch was schaffen hier. Ich will früh feiern machen hier. Um 16 Uhr bin ich zu Hause, hol mich meine Mama. Die Fensterscheiben haben wir jetzt hier drin. Jetzt haben wir hier das Material hier unten, 40 auf 20er Rohr. Und die legen wir jetzt hier rein. Somit haben wir quasi, bauen wir jetzt hier überall nochmal Rahmen in den Rahmen. Dreh den doch nicht. Ja, aber so ist er doch gedreht. Doch nicht mit dem Hammer. Können die jetzt platzen? Nee, ne? Staublunge die ganze Zeit. Wir haben jetzt die Wände rausgeklopft und der, nächste Woche wird hier gemauert und dann sind wir quasi fertig schon auch. Das ging schnell. Es war ein bisschen dreckig, aber wir sind gut vorangekommen. Ich bin sehr zufrieden. Ich kann jetzt hier früh in Feierabend gehen. So, heute ist mein zweiter Praktikumstag. Heute schweiße ich mit Dennis weiter. Ich hoffe, ich darf wieder viel machen. Und worüber freut sich der Chef? Über einen guten Kaffee. Guck, was ich dir gemacht habe. Das ist einfach ein Kaffee. Mit? Mit Milch. Was für Milch? Ja, Milch. Kuh? Ja. Nee. Trink den doch jetzt. Das wusste ich nicht. Ja, da ist so richtig viel ekliger Scheiß. Ach nee, Mann, nee. Trinkst du wirklich nicht jetzt? Ich habe auch mal eine Zeit lang Hafer getrunken, aber irgendwie... Ich habe auch gestern wieder beim Meditieren... Ach, das sieht doch scheiße aus, Dennis. Ich will zurück zu Ende reden, ja. Kollege. Erzähl kurz, dann beschwere ich mich. Gestern erst beim Meditieren was über Synapsenänderung, Verknüpfung gehört. Guck mal, wie kacke das aussieht. Ja, wir sind Dicker, aber auch alle doof. Hier sind Dicker, ey, und hier ist ein Dicker. Ja, ich bin der Außenrahmen jetzt, sind meine nur, 5 Minuten der Außenrahmen sind nur Dicke. Schmeiß rüber. Ist dein 100er? Ja, passt. Also das ist Kalkfarbe, da kriegst du schon mal Pulver in Pulverform, Sackware, ist schön günstig. Dann werden auch die ganzen Ställe bzw. alles, was man drin sieht an weißer Farbe an der Wand, das ist immer Kalkfarbe. Boah. Wie Bratwurst. Aua! Oh, das Ding tut. Das schlägt dir hier mal voll auf den Hals, ne? Auf hier auf den Brust. Kann ich mir wieder eine Blende wünschen? Elefantenblende! So, wir fangen jetzt mit den Scheiben an. Ich bin extra um 6.30 Uhr aufgestanden und habe von dem ganzen Rahmen schon mal die Löcher gebohrt und sowas. Halt die Fresse, ich hab so keinen Bock mehr auf dich, ey. Der geht mir so hart auf den Sack. Wir wollten um 9:30 anfangen, da war... Ich war um 9:30 hier, ich war wirklich um 9:30 hier und da war niemand. Naja, dann haben wir uns um 3:45 getroffen und jetzt machen wir die Scheiben. So, komm, anfassen. Ich glaube ja. Jetzt haut er schon wieder ab, ey. Immer aus dem Rücken, ne? Oh, nicht aus dem Rücken, ey. Den machen wir jetzt nochmal eine Schraubzwinge dran, das hier, weil du bist ja unten.
Nee. Du bist der Praktikant, du machst die Scheiße. Ist doch klar. Nein. Das ist schon immer so gewesen. Seit 1000 Jahren macht der Praktikant. Ja, aber ich bin ja nicht so ein richtiger Praktikant. Ich habe Rückenschmerzen. Ich möchte an der Stelle noch mal kurz was zeigen. Wir haben ja gestern das auf der Rückseite noch also durchgeschweißt. Das war Dennis Teil, das ist meins. Hier, man beachte mal diese ganzen Stöße hier. Überall auf Stoß, läuft Wasser rein, gammelt nach einem halben Jahr weg. Alles schön verschweißt. Guck dir die Nadel an. Digi, wir lackieren dieses Scheißding noch nicht mal. Das ist doch scheißegal. Das kommt raus. Warum machen wir das jetzt hier? Um das ganze Fett da rauszukriegen, weil das sonst wahrscheinlich nicht halten wird mit Masterfuge. Der Dennis macht sein Ding. Oh, kannst du mir den nochmal geben? So, dann geht's jetzt los, ne? Mensch. Ich hab hier diese Super Soaker. Ich hab keine Ahnung, aber wahrscheinlich muss das hier rein, ne? Hast du den geölt? Nee. Wieso kommt denn nur Luft raus? Da soll ja Sille raus. Hör auf, das ist laut, ey! Voll laut, ey. Luft ist teuer, verdammt nochmal. Guck mal hier, wie weit er noch reingeht. Ja, aber... Die Luft ist ja vorbeigegangen. Ja, aber du musst doch nicht... Aber es kommt ja jetzt trotzdem überall an der Seite raus. Wo an der Seite? Da kommt gar nichts raus. Doch. Nein, das reicht doch schon. Wir können doch schon anfangen. Ja, dann los. Wo haben wir denn ein Rollbrett? Du, wo ist ein Rollbrett? Ja, guck dir das an. Wo ist denn hier ein Rollbrett? Mann, ey, du fragst mich Sachen. Woher soll ich wissen, wo hier ein Rollbrett ist? Du musst doch überlegen, wie wir das hier gleich machen. Das liegt unter der Säge. Frag die Jungs in der Tischlerei. Siehst du, da hast du doch ein Rollbrett. Wieso fragst du mich denn immer erst? Also wir brauchen auf jeden Fall bei den anderen Scheiben mehr. Was mehr? Ja, mehr Sille. Mehr? Ja klar, die soll schon überall rausschmatzen. Das sieht ja sonst auch ein bisschen kacke aus. Auch alles, was ich anpacke, ist jetzt voll mit Sille hier. Ey, halt dein Maul. Ich wollte hier. Hier kommt das Tor rein. Also der Rahmen. Die Tore morgen. Die müssen noch trocknen. Die gehen dann so auf. Kompriband. Joel? Ja. Wo bist du? Ich bin im Atelier. Ja und? Wo ist denn sowas? Baustofflager? Kompriband, ja. Könnte überall sein. Ich warte kurz, bis er auf. Dennis! Dennis, ich stehe hier im Baustofflager. Ich finde das Kompriband nicht. Kannst du mich mal bei Gelegenheit zurückrufen, bitte? Danke. Hä? Findest du nicht? Ich hab, weiß nicht, hörst du dein AB nicht ab? Wie AB? Ich hab dir auf ein AB gesprochen. Ich arbeite mit einem Bosch-Hammer. Ja, deswegen... Wie soll ich das denn hören? Du hast auf mein AB gesprochen? Mhm. Hab ich nicht. Na doch. Was sagt er? Ja, der sagt... Sag mal hier was nach dem Tipps. Meine Stimme ist das? Nee. Das ist eine Frauenstimme gewesen. Wo ist jetzt das Kompliment? Mann, das darum weiß... geht's doch, Mann. Wann bist du eigentlich auf diesem Hof? Ich hab grad ein Fasschen, pack hier ein Messer aus und du reißt mir das raus da. Ja, da bin ich doch gerade dabei. Das muss da jetzt ran, ne? Hier, die Seite, ne? Also zwei Tage mit dir drehen, da brauche ich eigentlich zwei Wochen Urlaub, ey. Ja, Danny, genau so. Danny sagt Bescheid, wo das hin soll. So, und jetzt würde ich einmal hoch, hier einmal hoch den ganzen Alfred. So, jetzt rein. Ja, ist ja gut. Guck mal, das ist gar nicht so schwer. Boah! Boah, Regenwinde. Komm noch mal ein Stück raus. Ich glaube, wir müssen erst ganz rein. Ja, du musst... Wo willst du denn jetzt hin? Ein bisschen diagonal ganz rein hier. Das hätte ich jetzt nicht gemacht. Hätte ich aber schon. Das passt nicht. Ich muss zuerst ran. Ja, das sag ich doch. Wir müssen noch mal raus und andersrum rein. Nee, du musst da zuerst hin. Es passt nicht. Wir müssen von innen da rein. Geh mal rein. Weiter, weiter. Ich habe einen guten Praktikanten. Hoho! Mann, was habe ich denn da gemessen? Leck mich am... So, festmachen, feiern. Hallo, Maike. Hallo. Fertig? Okay, wir lassen mal runter hier. Wo hängen wir denn hier, Dennis?
Ja, da ist nämlich Silikon drauf hier, Joel. Oh, alles, was ich anpacke, ist jetzt voll mit Sille hier, ey. Das ist so geil, Alter. Und jetzt? Fällt der Rahmen wahrscheinlich. Wir brauchen doch überhaupt keine Regenrinne hier, Alter. Ist doch Wumpe. Ey, die Hauptsache ist, dass das erstmal drin ist und es geht nichts kaputt, so für mich. Das sieht sehr gut aus, kann man sagen. Oh, geil. Wir haben Fenster gebaut! Mein Praktikum war okay. Wir hatten eine ganz gute Zeit, aber ich bin auch echt ganz schön genervt. Ich mach das ja noch nicht so lang. Was? Nee, komm, der, also. Oh, ich hab irgendwas zu tun. Wir können, ja, wir gehen jetzt zusammen zum Mittag und dann ist es vorbei. Ja? Nie wieder, Projekt, nie wieder. Nee, Praktikum. Das Video ist dann vorbei. Das Video ist dann vorbei. Ja. Nimmst du Pommes oder auch Burger diesmal? Weiß ich, nee, ich nehm einfach Pommes, weil gestern war ganz schön doll.